Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der Sechserpack Tippspiel Liga App, was auch immer. Letztes Mal lief das ja ziemlich gut. Einige von euch sind in die Tippliga mit beigetreten. Wir sind jetzt glaube ich 12 Leute, wenn ich das richtig gezählt habe. Falls ihr auch mit mir in dieser Tippliga sein wollt, dann werdet ihr bestimmt vielleicht auch im nächsten Video hier erwähnt. Und natürlich auch könnt ihr mit mir zusammen hier die Bundesligaspiele vom Samstag tippen und sogar noch 250.000 Euro dieses Wochenende gewinnen. Und das alles kostenlos. Dann ladet euch einfach die Sechserpack-App runter von Sky oder macht das Ganze online im Browser und gebt dann hier den Zugangscode für die Liga ein. 2Q04MN in der Videobeschreibung auch nochmal verlinkt. Mal auf die Ergebnisse von letzter Woche zu gucken, es war absolut frech, also ganz ehrlich, dass Gladbach nicht gewonnen hat, war echt nicht abzusehen, finde ich. Dortmund okay, ja, Bremen war echt nicht so gut, 2-0, ja, dann das hier, das hat mich so überrascht, dass Düsseldorf gegen Freiburg gewinnt, dann WTF, wie frech ist einfach Köln, 5-0, das ist so krass, damit hätte doch kein Mensch gerechnet. Und gut, Leipzig 5-0 ist auch schon echt krass, aber das ist einfach nur gut. Ja, Wolfsburg-Mainz habe ich auf ein Unentschieden getippt, das ist dann auch ein 4-0 geworden, also ziemlich deutlich. Ja, keine Ahnung, schauen wir mal, was es in dieser Woche wird. Wir gucken nochmal in die Liga rein, denn auf Platz 1 haben wir King Dave, auf Platz 2 haben wir Niki26 und dann haben wir LBFXD auf Platz 3. Ich bin mit der Platzierung nicht zufrieden, WTF. Wir haben nur alle 6 Punkte und alle 3 richtige Tendenzen. Er ist auf Platz 3, dann 4, 4, 6, 7. Hä, das macht gar keinen Sinn, aber egal. Auf jeden Fall, ja, können wir mal kurz reingucken, was King Dave getippt hat. Der ist nämlich auf Platz 1 in dieser Tippspielliga. Er hat einfach nur eine Tendenz mehr gehabt. Und zwar hatte er die richtige Tendenz bei Wolfsburg-Mainz, dass Wolfsburg gewinnt. Ansonsten, hier hat er auch noch richtig Düsseldorf. Dass Düsseldorf gewinnt, war auch ziemlich knapp. 2-1 hat er getippt, 2-0 ist ausgegangen. Nur er hat Schalke einen Sieg zugetraut, aber das ging komplett in die Hose. Und gut, ich glaube, Gladbach haben viele einen Sieg zugetraut. Das war schon echt crazy. Ja, ansonsten, wie gesagt, könnt ihr gerne beitreten und die neuen Spiele gleich mittippen. Wir schauen nochmal kurz in die One Football Liga rein. Könnt ihr auch hier gerne den Zugangscode hier eingeben und euch auch hier mal anmelden. Da war ich ja mal auf Platz 2. Letztes Mal irgendwie Platz gefühlt 20.000. Jetzt Platz 1690. Ja, ist diesmal ein bisschen besser gewesen, aber auch nicht so gut. Ja, ich habe halt nur 3 richtige Tendenzen, gar kein richtiges Ergebnis. Das ist schon schwach, das wollen wir diese Woche besser machen. Deswegen würde ich sagen, fangen wir auch direkt an mit unseren Tipps. Ich scroll mal ein bisschen so, dass ihr alles seht hoffentlich. Und dann fangen wir mal an mit Dortmund gegen Freiburg. Ich werde jetzt ein bisschen out of the box denken, beziehungsweise eigentlich gar nicht so viel denken. Und dann kann ich einfach ganz entspannt hier auf 3-0 tippen. 3-1, 3-0, ich weiß es nicht ganz genau. Freiburg wird sich natürlich reinhängen. Ich sag mal 3-1. Wahrscheinlich liege ich damit falsch. Ich sag 3-1. Gucken wir einfach mal. So, Hoffenheim-Bayern. Hoffenheim letztes Mal unentschieden oder gewonnen sogar gegen Bayern, glaube ich. Bayern sind aber aktuell richtig gut drauf. Auch gegen Chelsea jetzt gewonnen. So, richtig gut eigentlich. Hoffenheim macht ein Tor. Bayern machen 4. 4-1 ist ein gutes Ergebnis. Mainz-Paderborn. Das ist ein Scheißspiel. Denn Mainz ist eigentlich besser als Paderborn, aber Mainz ist auch manchmal echt schlecht. Die sind entweder echt gut oder echt schlecht und Paderborn ist eigentlich so durchschnittlich nicht so gut. Und ich weiß jetzt nicht, wenn die halt einen echt schlechten Tag erwischen, dann kann Paderborn sogar gewinnen. Oder Paderborn kommt nochmal eine richtig krasse Leistung ran oder sowas. Ich weiß es nicht und ich würde einfach mal auf Mainz setzen. Ich weiß es doch nicht, 3-1 oder 2-1, sagen wir mal 2-1. Ich habe keine Ahnung. Augsburg-Gladbach, Gladbach habe ich schon mal einen Sieg zugetraut, die es dann nicht umgesetzt haben. Augsburg ist ja eigentlich, das ist auch so eine Kackmannschaft eigentlich, ohne Spaß. Ich kritisiere ja alle Teams, aber Augsburg, die sind manchmal gut, manchmal nicht. Das ist einfach so und du verstehst es auch manchmal nicht. Manchmal lehnen die jemanden ab mit 5-0 und dann verlieren sie das andere Spiel mit 5-0. Also das ist ganz, ganz komisch. Ich traue denen gar kein Tor, doch, ich traue denen ein Tor zu. Und sage hier 3-1. Ja. Köln-Schalalke. Köln aktuell ja gut. Schalalke eher nicht so.
Ja, deswegen gehe ich hier auf ein 2-2 mal. Also ich wollte eigentlich 2-1 sagen, aber ich gehe dann doch mal auf ein 2-2. Werder Bremen gegen Frankfurt. Frankfurt natürlich dann von der Euroleague geschwächt, die ja heute noch ist. Bremen auch scheiße, das Spiel ist Sonntag wieder. Warum haben die ein Sonntagsspiel mit reingepackt? Das verstehe ich auch immer gar nicht. Bremen, weiß ich nicht, ob die irgendwas reißen werden. Ich traue ihnen wieder mal ein Tor zu. Ich sag mal 2-1 Frankfurt. So, und damit sind wir schon durch mit den Tipps. 3-1, 1-4, 2-1, 1-3, 2-2, 1-2. Also sehr viele Tore mal wieder. Ich habe keiner Mannschaft 0 Tore zugetraut. Erstes Tor wird wahrscheinlich bei Dortmund oder bei Bayern kommen. Wobei man ja Köln nicht unterschätzen darf. Ne? Zwinker, zwinker, danke für gar nichts. Und ich sage einfach mal, dieses Tor wird relativ früh fallen. Ich gehe mal auf Minute Nummer 5 und damit sende ich meine Tipps schon ab. Wie gesagt, ihr könnt gerne mitmachen und das bis Samstag 15:30 Uhr. Ich bin gespannt, was ihr tippt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein. Bis dahin. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat und ciao, ciao.